Das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Sie sehen hier die FX-Marktteilnehmer, die sozusagen tagtäglich den Forex-Markt beeinflussen. Ja, da haben wir ganz oben die Privat- und Geschäftsbanken, die hier natürlich, da gehen wir jetzt dann im Speziellen noch ins Detail, hier auch das Pricing im Interbankenpreis stellen. Ja, das machen die Banken. Warum? Weil es ein sehr erträgliches oder einträgliches Geschäft ist. Privat- und Geschäftsbanken spielen ja die große Rolle, weil sie das Price-Fixing eben machen mit Termingeschäften, mit einzelnen Geschäften untereinander, mit privaten Investoren, großen Adressen. Das ist ein riesiges Geschäft. Das Feld der Privat- und Geschäftsbanken, deswegen tummeln sie sich da. Darüber hinaus natürlich die Zentralbanken. Sie wissen genau, was zum Beispiel die Schweizer Nationalbank gemacht hat. Da werde ich auch ein Stück weit später noch was zu erzählen. Im letzten Jahr, im Januar, da gab es ja diese Deckelung 1,20 bzw. die Interventionsmarke Euro-Schweizer Franken. Die Stabilität der 1,20 sollte gewährleistet werden. Und die Zentralbanken spielen auch hier am Markt natürlich eine große Rolle, obgleich sie auch hier sich gegen einen globalen Markt stellen und das immer ein sehr, sehr heißes Eisen ist, wie wir eben beim Euro-Schweizer Franken auch gesehen haben. Dazu, wie gesagt, später mehr, kurz zu den Marktteilnehmern weiter. Es gibt die großen Investitionsfonds, das sind Staatsfonds, zum Beispiel ja, auch die Institutionen wie aus Norwegen, wenn jetzt hier eben aufgrund der Ölförderung ein enormer Haushaltsüberschuss transferiert wurde und da praktisch das Geld auch in die Märkte fließen soll, dann fließt das auch an den Forex-Markt, Pensionsfonds, Trustgesellschaften, Wirtschaftsunternehmen. Das hängt hier im weitesten Sinne mit Import-Export-Absicherung zusammen. Ganze Firmen haben ja auch Währungsstäbe, die hier praktisch sich gegen Währungsschwankungen absichern. Versicherungsgesellschaften sind hier vertreten. Die klassischen Broker- und Maklergeschäft und Privatpersonen, da geht es nicht nur um die Trader, sondern natürlich auch um ja, Tourismusgeschäft, ganz klassische Aktivitäten, die hier weltweit stattfinden. Und das sind sozusagen die Marktteilnehmer, die sich hier tummeln. Ich möchte aber jetzt speziell mal auf die Marktteilnehmer ganz oben eingehen, die nämlich hier eben die maßgebliche Rolle auch in Sachen des Pricings stellen, nämlich hier die Privat- und Geschäftsbanken. Und jetzt schauen wir mal hier in den FX Interbankenpool. So erstmal ein Stück Retro-Perspektive, Stand 2011, Stand 2012. Und da sehen Sie ja die Top 10 der großen Banken. Ja, da können Sie, sehen Sie ja mal sehr schnell, hier fehlt eigentlich keine der großen Big Banks der Welt. Ja, die sind hier alle vertreten und spielen ja eifrig mit am Markt, in Anführungszeichen. Hier in Klammern sehen Sie das Ergebnis aus 2010. Und interessant, dass die Deutsche Bank hier bis zuletzt immer ganz oben mitspielte. Also die Deutsche Bank hat hier tatsächlich mit das größte Rad am FX Interbankenmarkt gedreht. Die anderen Banken tauschen sich immer mal wieder aus, aber der interessante Punkt, das ist tatsächlich der, dass die Deutsche Bank hier ein großes Rad mit am Forex-Handel gespielt hat. Stand 2011, 2012 und jetzt 2013, auch wieder die Deutsche Bank ganz oben dabei mit 15% Anteil und hier am täglichen Devisenhandel in Höhe von 5.300 Milliarden US-Dollar. Also das ist eine enorme Hausnummer. Das ist, wenn man sich das vorstellt, eine Zahl mit 12 Nullen, fast nicht vorstellbar. Aber solche Summen werden täglich am Devisenmarkt umgesetzt und die Geschäftsbanken stellen hier ihre Preise und agieren da eben am Interbankenmarkt mit, also wickeln die Aufträge ab. Und da sind sie, wie gesagt, alle vertreten. Und interessant ist eben, dass neben dem Anteil, dass die Deutsche Bank hier den größten Anteil hält, eben auch die anderen Big Banks damit vertreten sind. Und dass der Umsatz selbst, und das ist Stand 2013, ich erkläre auch gleich, warum 2013, also es wird jetzt in diesem Jahr dazu ein Update geben, das gleich mal vorweg. Also alle drei Jahre, 2013 zuletzt, jetzt 2016, wird es ein Update über die Devisenumsätze geben, über die größten Marktplayer und auch weitere Inhalte. Wo das zu lesen ist, werde ich Ihnen zeigen, aber wir werden das auch bei JFD Brokers in dem einen oder anderen Artikel oder auch bei einem Live-Event, Webinar besprechen, dass hier eben die Wachstumskennzahlen auch weiter enorm sind. Und die interessante Frage wird eben sein, ob sie so bleiben. Denn wir sehen mal hier die Entwicklung des durchschnittlichen Umsatz pro Handelstag, ja, und da sehen Sie natürlich hier die steigende Tendenz. Zuletzt eben 2013, davor 2010, Sie sehen es im Dreijahresrhythmus und wir haben hier eine sukzessive Zunahme des täglichen Umsatzes. Ich bin sehr gespannt auf die Situation jetzt 2016, rückblickend auf 2014, 15 und eben 16. Wie hat sich der Markt jetzt entwickelt? Ich hatte von der Rückgang der Liquidität gesprochen, also der Volatilität im Jahr 2013, 2014. Das wird gespannt zu beobachten sein, ob der Umsatz hier auch eine kleine Eintrübung erfahren hat, wie hier 98 auf 2000 oder ob die Party hier nach oben weitergeht. Wie gesagt, offizielle Zahlen dazu kommen im Laufe des Jahres und wir werden das mal näher beleuchten. Aber stellen Sie sich das jetzt einfach mal vor, wir haben hier eine Zahl
5.345.000 Milliarden. Das ist der Hammer. Und das oder diese Zahl mal gegenübergesetzt zu anderen Märkten, muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist praktisch der tägliche Handelsumsatz verschiedener Marktplätze. Wir sehen hier den Forex-Markt mit täglich mehr als 5.000 Milliarden. Wir sprechen hier über 5 Billionen, also deswegen die Zahl mit den 12 Nullen, 5 Billionen. Der US-Rentenmarkt, der US-amerikanische Rentenmarkt mit einer der größten, kommt in Anführungszeichen gerade mal auf 950 Milliarden, also nicht mal auf eine Billion. Der Forex-Markt ist damit 5 Billionen schon unterwegs und das, obwohl der Markt erst in Anführungszeichen so jung ist. Der US-Aktienmarkt, wir sprechen hier vom größten Aktienmarkt der Welt, der kommt auf rund 66 Milliarden US-Dollar Tagesumsatz. Im Vergleich zum Forex-Markt 5.000 Milliarden, 66 Milliarden. Und jetzt mal ein kleines Schmankerl aus dem deutschsprachigen Raum. Umsatz an der deutschen Börse mit Aktien im ganzen Jahr 2011, das sind Zahlen aus 2011 wohl bemerkt, oder 2013 jetzt direkt der Forex-Markt. Aber hier, was denken Sie denn, wie die Umsätze an der deutschen Börse mit Aktien im ganzen Jahr 2011 waren? Ich sage es Ihnen, hier kommt es 1.750 Milliarden. Das ist im Jahr passiert und das hier passiert am Tag. Das muss man sich einfach mal so ein Stück weit gegenüberstellen, was da hier für Verhältnisse eigentlich am Start sind. Aber das ist eben auch was, was den Forex-Markt auszeichnet, denn wir haben hier enorme Liquidität. Das heißt, Sie finden immer wieder für Ihre Transaktionen auch Abnehmer. Die Beeinflussung eines solch großen Marktes ist fast schon unmöglich. Also selbst die einzelnen, wir nehmen jetzt zum Beispiel JP Morgan, hat etwa ein Bilanzvermögen, das geht in die 2,3 Milliarden, ja. Die könnten ja damit, die komplette Bank könnte noch nicht mal den Tagesumsatz vom Forex-Markt in irgendeiner Weise hier groß aushebeln, geschweige denn mittelfristig irgendwelche Tendenzen ausrufen. Es ist schlichtweg ein Riesenmarkt, der hier auch mit absoluter Preiseffizienz glänzt. Eben aufgrund dessen, Preiseffizienz werde ich noch erläutern, wenn ein Markt sehr liquide ist, sehr globalen Anspruch auf sich hegt, dann ist es eine Preiseffizienz gegeben, weil viele Marktteilnehmer eben diesen Markt beobachten können und das ist am Forex-Markt trotz der ein oder anderen Unsicherheit, die auch immer mal wieder auftaucht, definitiv gegeben. Woher habe ich aber die Daten? Ich sagte es ja schon, wir haben hier die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, hier auch praktisch in Englisch Bank for International Settlements, hier immer wieder in den einzelnen Jahresabschnitten hier praktisch die großen Umfragen, die großen statistischen Auswertungen. Und da kommt, wie gesagt, in diesem Jahr 2016 sozusagen die neuen Fakten zum FX-Markt. Und das wird, wie gesagt, sehr, sehr gespannt sein zu beobachten, wie sich hier der Schweizer Franken-Crash auch im Januar des letzten Jahres da auswirkt. Also hier in Sachen Umsatz gab es einen Umsatz im Sinne des Liquiditätsrückgangs 2014, gab es einen Einbruch im Sinne des Schweizer Franken-Crashs, der auch hier die Branche exorbitant zerrüttelt hat. Das sind die großen Preisfragen, aber im Endeffekt bleibt der Markt spannend und ist hier, wie gesagt, auch definitiv erfassbar. Gut, kommen wir nochmal zu den wichtigsten Devisenhändlern. Sie sehen hier die großen Player, die am Markt, wie gesagt, durchaus ihren Einfluss haben. Und Sie haben vielleicht auch schon davon gehört, das FX-Kartell, was ich vorhin schon mal anriss, das kam im Jahr 2013 so ein Stück weit auf und da geht es praktisch um Preisabsprachen innerhalb dieser Top-Banks. Ja, die haben sich in Anführungszeichen schon jahrelang vorher, sage ich mal, sehr, 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 sehr gut am Markt, nicht nur beteiligt, sondern sehr, sehr gut am Markt auch verdient. Sonst würden sie es auch nicht machen. Eine Bank macht ja kein Geschäft, wo sie kein Geld verdient. Das heißt, hier sind sie ganz groß dabei gewesen, aber es geht natürlich auch immer noch besser. Und das ist es praktisch so, dass natürlich die Verlockung groß ist bei einem Markt, der relativ übersichtlich ist, zudem keinen festen Börsenplatz hat, also ein reiner Interbankenmarkt ist, ist die Verlockung natürlich groß im Sinne des unregulierten Marktes, hier gewisse Preisabsprachen oder Manipulationen zu hegen. Und die Spielwiese für die Big Banks war eröffnet oder ist auch eröffnet, weil es eben über Jahre hinweg eh schon ihr Eldorado war. Es wurde aber noch weiter sozusagen ausgedehnt und da komme ich auf die Voice Trader zurückzusprechen, denn das Kartell war geboren, denn grundsätzlich wurden hier Preisabsprachen getroffen zu Devisenreferenzkursen der großen Adressen. Und hier wurden praktisch im Prinzip im Vorfeld schon Preisabsprachen fixiert, bevor die eigentlichen Orders dann bekannt wurden oder die eigentlichen Preise. Und große Kundenaufträge konnten hierbei platziert werden zum Vorteil der einzelnen Bank. Tatsache ist aber, und das muss man jetzt mal wirklich unterschreiben, unterstreichen aufgrund des großen Volumens, dass das für den Privattrader
keinen Einfluss hatte. Also das FX-Kartell bzw. die Preisabsprachen, die im Jahr 2013, 2014 sozusagen aufgedeckt wurden, haben für den normalen Trader, für den Händler, Intraday-Händler jetzt keinerlei Einfluss gehabt. Das Preisfixing, was hier stattfand, war wie gesagt auf der Voice-Ebene, also auf dem Telefonhandel mehr oder weniger. Und hier ging es darum, dass sie sich Preisabsprachen unter den Banken ausgeführt haben, bevor dann die Referenzkurse auf den großen Portalen, wir sprechen über Bloomberg und anderen Daten, eben veröffentlicht wurden. Und das ist sicherlich nicht ganz koscher, aber das sind die diversen Finanzaufsichten hier schon dahinterher gestoßen und haben sozusagen den Markt in Obhut genommen. Ja, man muss sich auch vorstellen, im Jahr 2014 gab es sogar in den USA Staatsbeamtete sozusagen, die in den Händlerräumen zugegen waren und hier praktisch beobachtet haben, wie die Händler dort arbeiten, die Voice-Händler. Und dieser Kreis der Voice-Händler hat sich, wie gesagt, auch exorbitant eingeschränkt, denn wir gehen jetzt mal ein Stück weiter, deswegen mal hier das kleine Bild, Voice-Händler in Sachen Telefonhandel. Dazu muss man nämlich wissen, dass 2013 ging es los, die ganze Manipulationsgeschichte verhärtete sich im Frühjahr 2014 und damals wurden mehr als 30 Händlern 11 Institutionen entlassen. Also nachdem es bekannt wurde, dass Preisabsprachen erfolgt wurden, wurden diese Händler erlassen und hier zum Beispiel auch diverse Verantwortliche, wie zum Beispiel auch der Global Head of Forex Exchange der Deutschen Bank, sind hier freiwillig mehr oder weniger in den Ruhestand gegangen, damals im zarten Alter von 52 Jahren. Und der Schwerpunkt des Betrugs war, wie gesagt, der Kreis der Voice Trader, die hier im Spothandel die Preisabsprachen für die Referenzkurse getroffen hatten. Man muss wissen, und neben dem, dass der Forex-Markt da ja sehr übersichtlich ist, dass weltweit bis dahin nur 80 bis 160 Voice Trader am Tag Billionen Summen bewegten. Also mit ihrem Handel, mit ihrem Telefonhandel haben sie hier weltweit, das sind 80 bis 160 Voice Trader der großen Banken, dann gibt es nochmal rund 200 Händler kleinerer Institute, aber der Kreis der Händler, 350 bis 400 Händler, ist ein sehr, sehr kleiner, überschaubarer, globaler Kreis von Händlern, die hier den Markt wesentlich beeinflusst hatten. Und der Punkt ist eben, nachdem es auf die Schliche kam oder nachdem die Manipulationsskandale mehr oder weniger hier offengelegt wurden, ist es auch so, dass viele, viele Banken und Deutsche Bank auch ganz vorn dabei, es ist auch interessant eben, dass der Global Head of Forex Exchange auch zurückgetreten ist, hier enorme Milliarden Strafzahlungen schon in ihre Bücher nehmen, wegen den Gerichtsprozessen, die eben hier laufen. Also es wird definitiv so sein, dass die Aufklärung weiter voranschreitet, aber nochmal zur Unterstreichung, es ist so eine kleine Anekdote aus dem Forex-Handel, die man einfach mal gehört haben muss, dass es eben hier die Absprachen gab, aber im Grunde genommen für den einzelnen Trader keinen Nachteil, wie gesagt, darstellten. Denn es ist immer das, was man sich auch wirklich vor Augen führen muss. Aufgrund der enormen Größe von über 5 Billionen US-Dollar Handelsumsatz am Tag ist eben die Möglichkeit gegeben, dass Sie immer wieder ein Pricing bekommen. Und wenn Sie das mit dem richtigen Broker durchführen, dann haben Sie auch die Garantie, dass das zu fairen und auch zu transparenten Preisen passiert und dass da nicht irgendwelche Hintergrundaktivitäten stattfinden.